Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Dani Rolpin und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. In der letzten Folge haben wir Xaldin voll platt gemacht. Also voll, ne? Ist klar. Wisst schon, was ich meine. Und ja, hatten 10 Minuten gedauert. Ne, noch nicht mal 6-7 Minuten irgendwie so, ne? Vorher habe ich noch ein bisschen gequatscht und danach. Also ja, hat nicht lange gedauert. Weiß nicht, ob dieser Part jetzt direkt im gleichen Tag wie Xaldin irgendwie hochgeladen worden ist, aber mal schauen, wie ich das geregelt habe. Wenn euch der Part übrigens gefällt, dann könnt ihr ein Like, ein Abo, ein Kommentar oder sonst irgendwas hinterlassen, um eure Dankbarkeit irgendwie in Ausdruck zu bringen. Das würde mich sehr freuen. Oh. Und ja, ich habe mir im letzten Part vorgenommen, Luxord als nächstes fertig zu machen, weil, wenn ich mich nicht irre, habe ich den sogar, als ich ihn damals das erste Mal bekämpft habe, beim ersten Mal geschafft, weil ich meine mich jetzt nicht zu erinnern, dass er sehr viel schwieriger war als die normale Version. Deswegen versuchen wir mal ihn. Oh ja, auf in den Kampf. Ich habe Ultima wieder ausgerüstet, weil, weiß ich nicht, bei dem Kampf sehe ich jetzt nicht irgendwie. Aber doch, ich weiß, wie der Kampf schwieriger sein könnte. Und zwar, wenn man den seine ganzen Spiele hier vermasselt. Vor allem das letzte, wo man ja von so Karten umringt wird. Wenn man das vermasselt, bekommt man, glaube ich, eine verdammte Menge Schaden. Nicht schaden, aber wisst ihr, wenn der Kampf abläuft, die Zeit muss ablaufen, um zu gewinnen. Und ja, das ist, glaube ich, nicht so schwer. Verwandelt mich noch nicht mal sofort zum Dings. Aua. Also, solange ich mehr Treffer drauf mache als du, ja, hat zum Beispiel zu lange gedauert. Oh Gott, macht der Schaden. Da guck ich mal an, wie unsere Zeit runtergeht. Kann ich neu starten? Nö. Info, was? Also das, ja. Aber ich habe schon wieder voll aufgeholt. Ich glaube, es gewinnt eigentlich nur der, der die meisten Treffer ja reinhaut. Da gewinne ich auf jeden Fall. Dann sollte ich am besten noch am Ende das Ding hier schaffen. Das eine Chris-Ding an mir. Nicht Chris. Wir haben schon wieder einen Gratis-Treffer. Aber eigentlich auf dich hier fixiert. Ich wollte Zeit abzubekommen und so. Oh, wo ist er jetzt? Da war. Oh, ich habe schon aufgeholt. Gefährlich ist eigentlich nur dieser eine Angriff am Ende. Karten aus. Und das ist richtig schwer. Aber da muss man nicht unbedingt gewinnen, um zu gewinnen. Glaube ich. Ich weiß noch nicht mal, ob mehr Schaden macht, wenn ich das vermassel. Den Zeitschaden. Mach mal, wie viel ich hier schaffe. Der wehrt sich fast gar nicht. Ja, ich glaube, ich habe den Kampf so gut begonnen eigentlich. Oh Gott. Jetzt heißt es erstmal ausweichen, glaube ich. Hier kann man den, glaube ich, nicht so gut treffen. Ah. Geh weg. Oh Gott. Ich bin so schnell. So, jetzt wird es ein bisschen schwierig, glaube ich. War zum Beispiel gut. Oh mein Gott, ehrlich? Ich muss das schaffen? Zu gewinnen? Das ist jetzt nicht fair. Mal, da will ich mich jetzt mit dir anlegen. Dann hab's auf einmal an. Ein Würfel. Ich sollte Formboost, glaube ich, in irgendwie entfernen, weil ich glaube, Formboost sorgt aber für, dass man. Boah.
Ja, ich muss das auf jeden Fall schaffen, habe ich das Gefühl. Ja, das ist natürlich jetzt ein Problem. Also ich muss das hier schaffen. Okay, das bedeutet aber, der Part wird ein bisschen länger. Oh Gott. Da habe ich jetzt geraten. Keine Ahnung. Glaube ich nicht. Nee. Warum mach mich platt? Was heißt ein Instant Win, wenn ich das schaffe? Das ist natürlich jetzt nicht so doll. Aha. Mal ausgerechnet. Was soll jetzt direkt wieder? Macht er immer noch? Kann ich überhaupt noch gewinnen, wenn ich das jetzt schaffe? Nee, der Kampf ist doch ein bisschen schwieriger als ich gedacht hätte. Oh Mann. Das gibt's doch nicht. Nein. Ey. Wo lande ich denn jetzt? Boah, jetzt muss ich wieder so zurück. Ah. Kann ich einfach neu starten machen, wie im Birth by Sleep. So, ja, also sobald ich das einmal schaffe, bedeutet das eigentlich, ich habe gewonnen, ne? Und das ist natürlich jetzt ein nerviger Kampf. So, warte mal. Muss mal Formboost hier rausnehmen. Weil er sorgt auch dafür, ich glaube, Formboost sorgt auch dafür, dass die Formen, ja, dass diese Würfelform auch länger anhält. Und das möchte ich nicht. Ja, der könnte jetzt wieder ein bisschen nervig werden. Haben wir irgendwie schon gedacht, dass man dieses blöde Spiel gewinnen muss, um den Kampf zu gewinnen, aber nein. Naja. Gucken wir mal, wo ist er? Da. So viel dazu, dass er der einfachste ist hier von allen. Gut, nochmal. Ich überlege gerade, ob ich irgendein anderes Schlüsselschwert nehmen müsste. Weil nicht. Ist eigentlich egal, in wen Kampf. Ich glaube aber, sobald man dieses Spiel da gewinnt, ist er erledigt. Ich bin mir nicht sicher. Ich denke ja immer nur an dem letzten Teil. Das finde ich ein bisschen doof. Dadurch eigentlich nur tippen. Ja, ich weiß nicht, wie viele Treffer ich noch machen soll. Ja, geh weg. So, an sich ist der Typ ja nicht schwer. Das ist eigentlich sonst nicht schwer, der Typ. Willkommen muss ich hier mal. Boah, eine Uhr. Da. Oh, ich habe schon mehr nicht gesehen, wo er ist. Da ist er. Ich bin so ein bisschen auf, dass mich dieses blöde Minispiel fertig macht. Mal hin. Mal, den kriegen wir doch voll einfach gut hier eigentlich.
macht er wieder das, was uns doch gar nicht mehr. Wenn du meinst, ich hab's nicht gesehen, wo er ist da. Bob, Bob. Ah, okay, los geht's. Yay. Ich bin überhaupt zu treffen? Nee, ich glaube nicht. Ah, ich dachte einen Moment, ich könnte runterfallen. Oh Gott. Okay, komm her, zeig dein bestes Blatt. Oh. Guck mal, wie schnell das jetzt abläuft hier. Ja, guckt euch das einen an. Ich muss diesen blöden Scheiß gewinnen. Zurück macht er irgendwie gar keinen Angriff, wenn ich vorn bin. Ich bin halt so bescheuert, dass ich das unbedingt schaffen muss. Man hat den Kampf eigentlich nur gewonnen, wenn man das Minispiel gewinnt, ne? So ist das doch, ja. Ne, ich wollte mich heilen. Oh. Oh, das gibt's doch jetzt nicht. Er regt mich gerade so auf. Bist du echt? Mehr. Oh Gott. So. Also mach ich fertig. Also ich. Ob nicht ein Instant Kill, wenn ich halt einmal schaffe. Ich sage die ganze Zeit vermasse. Jetzt kriege ich noch nicht mal dritte Dinge nennen. Boah, nee. Was ist denn da für ein Dreck? Oh. Ey, mich hat hier gerade auf. Na, komm her. Ja, mach. Aber solange ich nicht getroffen werde, sterbe ich noch nicht, ne? Okay, ich gebe Ober. Oder ich gebe Mau Mau, was weiß ich. Start. Wie gesagt, das war's. Oh geil. So. Meine Güte. Ah. Man musste eigentlich nur das Minispiel gewinnen. Ich habe einfach nur getippt am Ende wieder. Einfach nur X in der Hoffnung, dass ich das schaffe, weil ich kann das nicht. Das ist viel zu schnell für mich. Gut. Ich bin auch geschafft. Ein Abilitamin, ja, brauche ich eigentlich nicht. War eigentlich alle Abilities, die ich brauche. Gut, haben wir den zweiten erledigt. Luxord. Bleiben noch 12. 11. Ja, 11. Hm. 13 minus 2 ist 11. Oh, Entschuldigung. Ja. Gut, ich weiß nicht, wen ich als nächstes mache. Ich werde mir schon mal überlegen. Und dann sage ich dann erst einmal. Wenn euch das gefallen hat, könnt ihr ja eine Rückmeldung irgendwie hinterlassen in Form eines Kommentars, eines Abos, eines Likes oder sonst was. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.